weil das hat immer so einen Grund, dass ich bin, wenn der von Speisen und Gepäck angenommen werden darf. So, die Pimme gibt mir gerade das Okay, dass die Kamera wieder läuft. Also ganz wichtig wollte ich auch sagen, wenn ich jetzt hier im Flugzeug zu Corona-Zeiten spreche und ein Video mache, wenn ich spreche, werde ich immer, wenn möglich, dafür sorgen, dass ich dann auch die Maske auf habe und hier nicht meine Partikel durchs Flugzeug puste. Das ist also ganz wichtig. Das war das eine, was ich euch jetzt noch sagen wollte. Die andere Geschichte, die Pim und ich, wir haben im Moment wieder Spaß, ne Pim? Ja, Pim lacht auch, ne? Weil ich habe noch mal wieder meinen Eurowings Tapas-Teller bekommen. Guckt mal, so sieht er aus. Die Pim hat natürlich mir auf meinen Tapas-Teller dann auch wieder Chilis draufgelegt. Die Pim hat gerade auch schon Olive mit Chilis wieder gegessen und ich weiß nicht, ob ich es riskieren soll gleich, ne? Ja, die Pim schüttelt mit dem Kopf. Ich weiß es nicht. Also ich vertrage ja Chilis gut und wer unsere Videos kennt, weiß ja, dass ich total auf diesen Tapas-Teller stehe von Eurowings und dass wir einen kleinen Sekt dazu trinken, habt ihr vorhin auch gesehen. Wir wollen ja auch ganz relaxed jetzt in unsere Reise starten und jetzt hier auf dem Flug, es ist ja ein Eurowings-Flug, wir hatten ja öfter jetzt schon mal einen Eurowings-Flug, schneide ich das Video auch relativ kurz, will aber noch ganz kurz darauf eingehen, auf die nächsten Videos von uns, von der Pim und von Tom von Flight Traveler TV. Also wir sind jetzt die nächsten Wochen, eigentlich die nächsten Monate, sage ich mal, und wenn ich weiter aushole, eigentlich das ganze Jahr unterwegs. Also wir sind viel unterwegs, wir haben viele Flüge gebucht, das heißt, für uns jetzt hier bei dem Flight Traveler TV Kanal noch mal wieder ein bisschen was mehr Back to the Roots. Das heißt, wir werden öfter mal ein bisschen was berichten aus Flughäfen, aus den Flugzeugen oder irgendwelche News, die es gibt zur Einreise und so weiter. Und vor Ort Videos werden wir auch machen. Auf jeden Fall gibt es mir dann immer mal wieder von den Orten, die wir besuchen, ein Video dazwischen. Aber dann vielleicht nicht ganz so viel. Ne? Also in den nächsten Wochen und Monaten gibt es dann mehr Videos von Flügen und auch mal von Fluggesellschaften, die man vielleicht noch nicht so kennt. Vorausgesetzt, das klappt alles zu Corona-Zeiten. Ich esse jetzt mal ein bisschen was und dann erzähle ich euch noch ganz kurz und ganz schmerzlos noch ein bisschen was zur Einreise auf nach Mallorca. Bis gleich. Wir sind ja heute auf dem Flug von Köln-Bonn nach Palma de Mallorca und die Flugzeit beträgt heute 2 Stunden. Es geht dann über die Schweiz, sind wir gerade drüber geflogen, über Marseille Richtung Mittelmeer und dann nach Mallorca. Also es ist mal wieder eigentlich, muss ich sagen, also wir haben jetzt 1 Stunde schon hinter uns, es ist ein sehr angenehmer Flug. Ich fliege mittlerweile ganz gerne mit Eurowings. Hier die vorderen Reihen haben einen wirklich erstklassigen Sitzabstand. Und das ist super bequem, wenn man sich dann noch dazu den freien Mittelplatz bucht. Also ich fühle mich hier in dem Sitz fühle ich mich sehr wohl. Ich würde hier auch wirklich, so würde ich auch nach Thailand fliegen können. Mit dem Abstand, ich zeige euch das nochmal gerade. Also da sitze ich wirklich super bequem und Eurowings, muss ich wirklich sagen, hat sich ganz schön gemausert. Diesmal war alles pünktlich, gab keine Verschiebungen, gar nichts und wir freuen uns dann jetzt auf den Flughafen in Palma, von dem ich mich natürlich dann nachher auch nochmal melde. Machen wir mal einen kleinen Airport Walk in Palma
Und jetzt noch zur Einreise wollte ich erzählen. Wir sind ja quasi gerade erst von den Kanaren gekommen und die Einreise auf die Balearen ist eigentlich genau die gleiche Prozedur. Also er macht vorher einen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf bei Ankunft. Am besten macht er den, ihr müsst den machen mit eingetragener Passportnummer und ihr müsst maximal 48 Stunden vorher ist das die Anmeldung machen bei der spanischen Regierung. Also 48 Stunden vor Abflug kann man sich da anmelden online und kriegt den QR-Code. Es ist ganz gut, wenn ihr euch das alles in schriftlicher Form mitnehmt, dann ist das unproblematisch. Soweit bekannt, muss ich jetzt sagen, braucht man hier diese Radar-Covid-App nicht. Die hatten wir ja für die Kanaren gebraucht, aber die wird jetzt hier nicht gebraucht. After landing, we ask you to remain seated until we have received the request from the airport to disembark. We will inform you accordingly. If you leave the aircraft, you must observe the following rules. You must cover mouth and nose. Getting off takes place row by row. That means please remain seated until the guests in front of you got up and started walking. Keep a reasonable distance to other passengers and, if possible, leave the aircraft quickly. We appreciate your cooperation and we thank you for your understanding. So, dann erzähle ich euch auch noch was hier zum Flugzeugmuster. Wir fliegen ja heute mit einer A319 von Eurowings. Die hatten wir ja auch schon öfter. Muss ich jetzt nicht nochmal weiter drauf eingehen, Toilette zeigen oder so. Das habt ihr alles schon gesehen in anderen Videos. Und die Eurowings-Flotte ist ja eigentlich eine komplette Airbus-Flotte. Die haben ja gar keine Boeing-Flugzeuge. Insofern war es das jetzt auch hier vom Flug. Ich zeige euch nachher natürlich noch, wenn wir den Anflug haben auf Palma de Mallorca und wenn wir da ankommen, zeige ich euch noch. Und ansonsten wünsche ich euch einfach noch einen schönen Tag und bleibt gesund. Ist schon gar nicht so schlecht, mit dem Flugzeug durch die Gegend zu fliegen, Pim, ne? Macht Spaß, oder? Ja. Ja? Hast du auch Spaß? Ja. Ja, macht Spaß, ne? Gut. Ja, wir haben wirklich Spaß, ne? Ja, so viel. Mhm. Ich liebe Fliegen. Magst du, fliegst du gerne, ja? Ja. Und Flughafen gucken, magst du auch gern? Ja, alles. Und hier bei Eurowings hat jetzt auch wieder Spaß gemacht, der Flug, ne? Ja. Wir waren sehr freundlich, Essen war lecker, yes, ne? Ja. Ja. Und wir haben viel Platz für uns, ne? Ja. Wie immer, ne? Ja. Wir haben viel Platz im Flugzeug, ne? Ja. Im Moment sind ja ein bisschen mehr Leute im Flieger, ne? Ja. Also kann ruhig jeder im Moment riskieren, mal irgendwo hinzufliegen, ne? Kleinen Urlaub machen, ne? Ja. Man kann ja nicht nur arbeiten, ne? Kann ich machen. Man muss ja auch mal Urlaub nehmen, ne? Ja. Naja. Wir grüßen euch auf jeden Fall. Ne? Okay, okay. Immer Maske. Immer schön Maske tragen. Hände desinfizieren und hoffen, dass wir gesund bleiben, ne? Ja, genau. Ihr merkt, wir haben schon Sekt getrunken hier auf dem Flug, ne? Also einer. Nee, nee. Eine Flasche, die Pim und eine Flasche der Tom, ne? Ja. Ja. Das, ja. Sehr, ja.
gentlemen, welcome to Palma de Mallorca Airport. Please remain seated with your seatbelts fastened until we have informed you about leaving the aircraft. Please open the overhead compartments carefully as items could fall out. On behalf of Eurowings and Eurowings Holidays, we would like to say goodbye to you now. We wish you a pleasant, relaxing and sunny stay or a safe onward journey to the final destination. Have a nice day, take care and bye-bye. Kein Problem. Vielen Dank, tschüss. So, wir haben es geschafft nach Mallorca. Gucken wir mal, was in Mallorca so los ist, Flughafen.